Schön, dich zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen. Hallo, lieber Schön, dass Tim. das geklappt hat beim letzten Mal. Nochmal Entschuldigung, aber Gar ja, kein das war gerade so nach der Klosterzeit und Ja. da sind nochmal einige Themen, du wirst es vielleicht selbst kennen, einige Themen nochmal so an die Oberfläche gespült worden und mit denen ich absolut nicht gerechnet habe. Ja. Wow. Und da musste ich dann erstmal selbst so ein bisschen mit mir doch gütig und liebevoll sein. Und deshalb hatte ich da, liebe Maria, leider keine andere Wahl, außer dir Ach, ich abzusagen. verstehe das so doll. Ich verstehe das so sehr. Und ich finde auch ganz toll, dass du da auch ganz wahrhaftig und authentisch mit dir bist und das auch nach außen auch kommunizierst und eben sagst, ne? Weil manchmal lässt sich das Leben eben gar nicht planen. Dann ist es wichtig, den inneren Prozessen zu folgen. Ich bin ja auch zweimal im Jahr im Retreat für mich, aber ich kann mich am weitesten und am tiefsten entfalten, wenn ich aus der Zeit mehr aussteigen kann. Wenn es eben nicht ist, dann muss man zum Essen da sein, dann geht es los und so. Hat sicherlich auch seinen Wert, aber für mich ist das immer am intensivsten, wenn ich aus der Zeit ganz aussteigen kann. Und dann habe ich eben gemerkt, dass das funktioniert für mich nicht. So. Ja, Ja, genau. woran hast du das gemerkt? Oder woran merkst du es am Ich merke das daran, dass, also wenn ich aus der Zeit aussteige, also ich bin zum Beispiel sehr gerne wirklich in Kanada, ich miete mir eine Hütte und bin dann einfach in der Wildnis, so. Genau. Oder ich habe ja auch in der Nähe von Hamburg ein Waldhaus. Wenn ich aus der Zeit aussteige, wenn ich sozusagen ganz mit dem Flow gehen kann, wenn nachts irgendein Prozess anklopft und ich kann über mehrere Stunden dann meditieren, aber dann eben auch tagsüber schlafen, dann merke ich, dass ich einfach einen anderen Bewusstseinszustand komme, in den ich nicht in der Form kommen kann, wenn ich an ganz bestimmte Zeiten gebunden bin. Und deshalb habe ich schon seit vielen Jahren, ich war ja vor Jahren da in dem Kloster, vor vielen Jahren für mich beschlossen, dass ich Retreats nur noch im eigenen Rhythmus mache und mich eben dann ganz fernab von der Zivilisation so zurückziehe, soweit es eben geht, und eben aus der Zeit aussteige. Das hat für mich die größte Kraft. So, ja. Jetzt, wann warst du das letzte Mal in einem, Im nicht Retreat. Retreat, sondern als du ausgestiegen bist, mal wieder für eine längere Zeit? Mache ich immer im Sommer und im Winter. Jetzt im Winter war ich da gerade. Genau, zweimal im Jahr ziehe ich mich dann so zurück und genieße das sehr, sehr. Das, ja, das geht halt auch dann auch mit außerkörperlichen Erfahrungen und Reisen und so. Und dann bin ich einfach über Stunden ganz weit weg. So, ne? Ja. Ich bin ja sowieso ein ganz großer Fan vom menschlichen Bewusstsein, vom Bewusstsein. Ja, beschäftige mich jetzt seit 30 Jahren intensiv damit und bin immer wieder also auch im Alltag, ne, mit dem Meditieren, mit dem weiterhin Erforschen, das hört ja nie auf. Es ist ja unglaublich, wenn die neue Ebene kommt und dann geht das wieder los in eine neue Öffnung. Und für mich ist das ein ganz, ganz tiefes Geschenk, Mensch sein zu dürfen. So, ja. Aber das ist natürlich auch nicht immer so gewesen. Also ich finde, Mensch sein bedeutet ja das größte Geschenk und gleichzeitig, wenn man in sehr verengten Bewusstseinszuständen feststeckt, eben auch wirklich die Hölle. Also das ist Fluch und Segen eben wirklich zugleich, ne? Und ich möchte ja immer wieder so gerne plädieren dafür, dass wir in unserer Vielschichtigkeit, in der Vielschichtigkeit unseres Bewusstseins leben können und dass wir eben uns in einem viel tieferen Seinsraum erfahren dürfen, der aber nicht die emotionale Ebene ausschließt, sondern Sehr zur gut. Vielschichtigkeit gehört eben auch, dass wir eben auch mit der emotionalen Ebene eine Ebene haben, die uns sehr viel Leid bringen kann, wenn wir uns da drin verstrickt empfinden, wenn wir uns eben in bestimmten
Dynamiken befinden, aber gleichzeitig ist es eben auch die Ebene, die uns ermöglicht, in so tiefen Räumen des Seins, der Liebe letztlich ja, ne, der Liebe uns eben auch einfinden zu können. Und wenn man das nicht unter einer verklärten, fluchtartigen Form nimmt, sondern, wie ich oft sage, das Leben, Gott, wer auch immer, das Höhere hat keinen Fehler gemacht, dass wir auch auf diesem Planeten Fleisch und Blut und emotional sind und nicht nur transpersonal, dann kann ein ganz anderes Sein beginnen mit uns selbst. Und aus meiner Sicht entpacken wir da erst wirklich das Geschenk des Menschseins, wenn wir uns in der Vielschichtigkeit erleben und erfahren dürfen. So. Jetzt hast du gerade gesagt, das war nicht immer so. Da kenne ich mich natürlich auch total drin wieder. Was für ein Leid die letzten 10 Jahre vielleicht. Und wenn ich noch ein bisschen nach hinten schaue, hat das schon viel, viel früher angefangen. Was dann irgendwann im Alter von 20, 21 so angefangen hat, zu explodieren, auch schlagartig. Dann in Form von Panikattacken, Zwangsgedanken, Angststörungen und so weiter. Und wenn ich mich richtig erinnere, was ich gelesen habe, ging es ja auch mal eine ganze Weile so, ne? Ja, genau. Und der Zusammenbruch bei mir war auch mit Anfang 20. Also da ist das eben alles vollkommen explodiert, ne? Das eben auch extreme Ängste, ganz, ganz starke Ängste, Depressionen mit immer wieder suizidalen Phasen, das völlige Verstricktsein, Gefangensein in der Suchtstruktur des Essens. Bei mir war es ja das emotionale Essen. Aber letztlich kommt das ja nicht alleine. Also ums Essen geht es ja nicht in dem Falle, sondern es ist halt ein Anzeiger für ganz andere, sehr, sehr tiefe Beziehungsverletzungen. Und ja, in meinem Fall war es halt immer wieder auch so, dass ich mich in absolut für mich damals unerklärlichen Bewusstseinszuständen wiedergefunden habe. Also der Tod und der Wahnsinn waren damals sehr, sehr nah bei mir. So. Und ich hatte das große, große Glück, eine Therapeutin zu haben. Das Wort Trauma war damals überhaupt nicht bekannt in der Form, ne? Aber eine Therapeutin zu haben, die mir den Rahmen immer wieder gehalten hat, wo zum Beispiel mein damaliger Psychiater zur damaligen Zeit musste man ja alle 3 Monate immer quartalsmäßig sich ein Rezept holen, um dann Kenne ich auch wieder noch. schon ein bisschen länger her, ne? Um das dann so machen zu können, um Therapie machen zu können. Und er hat zum Beispiel damals, er war halt unglaublich besorgt, ne, und sagte: Maria, wenn du so stark suizidal bist, dann muss ich dich einweisen lassen, ne, in eine Klinik. Und meine damalige Therapeutin hat halt mir immer wieder den Rücken gestärkt, weil ich habe ja dann angefangen, in einem Trial-and-Error-Verfahren eben sehr viele Dinge zu entwickeln, aus einer existenziellen Not heraus. Ich hätte sonst einfach nicht überlebt. Ja, eine Selbstbegleitung hat sich daraus ja entwickelt, aber das war ja am Anfang gar nicht abzusehen. Und meine Therapeutin hat mir den Rücken eben sehr freigehalten, mich sehr ermutigt. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie damals gesagt hätte, tu das nicht. So, aber es gab eben die absolute Notwendigkeit, mich sehr tief verstehen zu müssen. Also zu Beginn fühlte ich mich ja nur genötigt. Da wollte ich eigentlich alles nur nicht haben. Da war Weghaben. das, ne, genau, da war das nicht ein, oh, wie wunderbar, ich darf mir begegnen, sondern es war die Hölle über lange Zeit. Und erst als dann langsam ein Aufwachen aus dem, was ich biografisches Schutzprogramm nenne, langsam Einzug gefunden hat, da hat sich das Ganze begonnen, sehr, sehr, sehr zu drehen. Und heute fühle ich mich halt wirklich sehr beschenkt, sehr, sehr tief beschenkt, dass ich das erfahren durfte. Aber das war zu Beginn des Weges überhaupt nicht so. Und in der Zeit am Anfang, ich habe ja 2 Nahtoderfahrungen auch erlebt, zweimal eben aufgrund einer Krankheit und
Die erste Nahtoderfahrung war damals in der ganz heftigen Phase, wo mein Herz dann stehen geblieben ist. Und das war noch die Hölle. Die zweite Nahtoderfahrung war 2001, aufgrund auch einer sehr starken Erkrankung. Und das war wiederum was ein ganz anderes Erlebnis von einer sehr tiefen Öffnung. Und so ist im Laufe der Zeit, ich meine, das, wie du gerade sagtest, also Søren Kierkegaard hat ja so schön gesagt, das Leben lebt sich vorwärts, aber erklärt sich rückwärts, sodass im Nachhinein der größere Bogen, ja, auch seit meiner Kindheit immer wieder aus dem Körper rausgeflogen, das war der Horror für mich, ja. Was später eben viel mehr Sinn gemacht hat, also was das, die ganze Einordnung, das ganze Verstehen, was ist eigentlich hier passiert, und was auch bedeutet hat, ich weiß nicht, wie es bei dir war, diese Höllenjahre, was das eben auch bedeutet hat an wichtigen Schritten, um sich aus bestimmten Strukturen wirklich, wirklich lösen zu können. Und dass das Aufwachen und das danach anschließende Erwachen sonst gar nicht möglich gewesen wäre. So, ne? Ja. Und dieses, das ist gerade bei mir sehr präsent gewesen, vielleicht ist es sogar noch, dieses Lösen von den Strukturen kann auch Angst machen, ne? Also Ja, sehr. Sehr, sehr. vielleicht kennst du das auch, dieses wie im freien Fall fühlen. Ja, kenne ich auch. Und ich finde so wichtig, also da plädiere ich ja auch so sehr immer dafür, dass die Psychologie, die Spiritualität tief befruchtend ineinandergreifend treffen kann, weil für mich auf meinem Weg oder auch Menschen, Klienten, Klientinnen oder auch Schüler und Schülerinnen, die ich begleiten darf, für mich ist das so wichtig, Tim, dass wir immer wieder mit der Angst gehen können, zum Beispiel die Angst vor dem freien Fall, die Angst vor der Auflösung, also eigentlich alles, was da aufkommt. Ich möchte so gerne immer wieder einstehen dafür, dass wir das nicht ignorieren und uns dann in einen transpersonaleren Raum nur begeben, weil wir Menschen können das. Wir können auch emotional dissoziieren zugunsten eines transpersonaleren Raums. Und für mich wird aber da das Geschenk des Menschseins noch gar nicht wirklich entpackt, weil gerade die Seiten, die eben so viel Angst haben davor, ihn respektvoll, behutsam zu begegnen, ermöglicht ja überhaupt erst auch eine Öffnung nach unten, sodass du wirklich dich gut erden kannst und gleichzeitig eben die Öffnung nach oben haben kannst, dass das wirklich in beide Richtungen geht. Sonst bleibt es meiner Ansicht nach unvollständig. So. Und nach unten meinst du sicherlich in den Körper, oder? Körper, genau, oder also ich finde sogar noch darüber hinausgehend, ne? Also die ganze Etage, weil Körper ist ja auch, Körper fühlen ist ja auch, finde ich, nicht gleich Körper fühlen. Also zumindest ist das meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Ich mache einen großen Unterschied zwischen Körperempfindung wahrnehmen und Emotion oder Gefühle fühlen. Das sind für mich zwei verschiedene Ebenen. Und man kann ja auch, indem du Gefühle, Emotionen sehr tief in Richtung Wurzel folgst, auch im unteren Bereich in einen Seinsraum kommen. Das heißt, du verkörperst dich sehr stark und es geht eben noch darüber hinaus, dass der Seinsraum nicht nur transpersonal, also wenn man das überhaupt verorten kann, das ist ja letztlich, wenn man eintritt, überall und durchströmt ja auch alles. Aber das Bild, was ich oft hatte, war wirklich eben dieses wie oben so unten, dass es eine Öffnung nach oben gibt, die oberen Chakren könnte man auch sagen, und dass es aber absolut braucht, dass es eben auch eine Öffnung nach unten geben kann. Und meine Erfahrung ist, dass das Beschäftigen mit den Verwundungen, mit den Verletzungen, Führt dich nach unten, ne? ja, Ja. nach oben. Das ist auch deine Erfahrung. Ich mache gerade so einen
Prozess auch durch. Da haben wir eben auch drüber gesprochen, als ich jetzt aus dem Kloster komme, dass umso mehr ich an die Gefühle rankomme, umso mehr zieht's mich nach unten in die Erdung, würde ich sagen. Ich glaube, das Wort Erdung trifft, also in den Körper hinein, ne? Und zuvor mit den Zwangsgedanken und Ängsten hat sich alles hier oben abgespielt. Und ich glaube, da können wir ganz, ganz häufig dann erst recht über das Denken natürlich noch mehr in eine Spaltung hineinkommen. Und jetzt so diese Themen, das merke ich, diese Gefühle, die ich zuvor noch nie gefühlt habe, auch in diesem Kloster das erste Mal intensiv gefühlt habe, das hat mir nochmal eine ganz andere Tiefe auch gegeben, ganz andere Verbindung. Und teilweise, ich habe immer, Maria, ich habe vor Monaten, vor 2, 3 Jahren immer gedacht, ich bin entspannt. Ich war absolut nicht entspannt. Ja. Ich bin jetzt das erste Mal, so nach dieser Klostererfahrung, habe ich das erste Mal wirklich Entspannung wahrgenommen. Und das war eine ganz andere Qualität, wie ich zuvor gedacht habe, ich hätte es geschnallt. Also, ja. Wow, wie schön. Das ist ja großartig, ne? Wenn du dann auf einer tieferen Ebene dich dann erfahren kannst, ne? Ja. Ja, das ist der Weg, und das ist die Reise. Du gehst ja jetzt auch schon Ewigkeiten die Reise in einem Podcast, Maria, mit der Kati Kleff. Hat die Kati von dir geschwärmt, beziehungsweise hat gesagt, du bist so im Bereich Trauma so die Koryphäe. Das ist das richtige Wort. Ich glaube, so hat sie es ausgesprochen. Deshalb bin ich total dankbar, dass wir hier uns einfach mal austauschen. Und du eben auch gesagt hast, früher war das Wort Trauma noch überhaupt gar nicht präsent. Das hat sich ja, glaube ich, so in den letzten, so wie ich es wahrnehme, vielleicht 2, 3 Jahren enorm Ich würde schon sagen, länger. ein bisschen länger, aber es Ja. bekommt immer mehr Fahrt, ne? Es nimmt immer mehr Fahrt auf und wird dadurch, findet immer mehr Einzug in die gesellschaftliche Mitte, so, ne? Und ich finde auch wichtig, denn das, was häufig als Annäherung an das Trauma, was da gesagt wird, entspricht zumindest nicht so meiner Erfahrung. Also bei Trauma geht es ja häufig so, da gibt es verschiedene Strömungen, aber eine sehr starke Strömung ist ja, dass es darum geht, nicht noch einmal in die Biografie tief hinabzusinken, oder wenn, dann eher in Form von EMDR oder so, ne? Also der Desensibilisierung, was ich ein ganz furchtbares Wort finde, ja. Und meine Erfahrung ist eine andere. Meine Erfahrung ist, dass es natürlich auf keinen Fall darum gehen kann, dass wir einen Schmerz eins zu eins noch einmal erleben. Das hat ja mit Heilung wirklich gar nichts zu tun. Aber dass es so wichtig ist, dass wir an die Quelle der Verletzung kommen können, um eben die Erfahrung zu machen, dass ja unter dem, oft sage ich, an der tiefsten Stelle, wo es dunkel ist, direkt darunter, an der dunkelsten Stelle, direkt darunter fließt das Licht. Und es entsteht ein völlig anderer Vertrauensraum und ein Seinsraum, wenn wir lernen, uns in diesen Tiefen auch zu begegnen, statt zu versuchen, uns auf oberen Ebenen zu kontrollieren, zu regulieren. Das kann so wertvoll sein, das Regulieren, wenn es darum geht, dass wir bremsen, wenn wir überfordert sind, ja. Aber ich glaube, wir müssen sehr aufpassen, dass wir das nicht zu einem heiligen Gral machen, ja, sondern dass es ein Tool in einem Toolkoffer ist und dass wir Menschen und unser menschliches Bewusstsein weit mehr als unser Nervensystem ist. Dass das Nervensystem ein ganz wichtiger Aspekt ist. Aber mir ist das im Augenblick viel zu krass. Ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag gehört zwischen einem Traumatherapeuten oder einer Traumatherapeutin vielmehr und einem spirituellen Lehrer.
Und dann sprachen sie davon, wirklich mein, oder die Person sagte, mein Nervensystem trifft dein Nervensystem. Und ich dachte wirklich, ich bin ein bisschen in einem Comedy-Rahmen, weil natürlich trifft nicht ein Nervensystem ein anderes Nervensystem. Es trifft hier immer noch ein Mensch einen anderen Menschen. Weißt du? Und da glaube ich, müssen wir aufpassen, dass bei dem unglaublich wertvollen Wissen, was wir über Trauma mittlerweile haben, dass wir aber nicht den größeren Bogen unseres Menschseins und unserer Menschwerdung aus den Augen verlieren. Ich glaube, da ist einfach eine Gefahr drin. So. Dass wir an der Oberfläche verweilen. Ja, und dass wir unsere Biologie so stark ins Zentrum stellen, dass wir nicht mehr auf dem Schirm haben, dass wir natürlich mehr sind als nur biologische Wesen. Jetzt Ja, verstehe ich. die Biologie spielt ja eine wichtige Rolle, aber aus meiner Sicht nicht die zentrale Rolle. Also wenn wir zum Beispiel verletzt werden und unser Nervensystem daraufhin sehr stark reagiert, dann ist es genau das. Es ist eine Reaktion. Die Verletzung war zuerst. Das Nervensystem reagiert. Und deshalb würde ich dafür plädieren, wirklich die Erkundungsreise tiefer zu gestalten, als beim Nervensystem und der Regulation des Nervensystems zu bleiben. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, diese Tools anwenden zu können, dass wir bremsen können, dass wir uns regulieren können. Aber es ist für mich tatsächlich, mit ganz viel Respekt sage ich das, ein Tool in einem Toolkoffer, und unser Menschsein ist weit mehr als das. Unser Menschsein zeichnet sich durch so viel mehr aus, als nur dadurch, dass wir biologische Wesen sind. Ich glaube sogar, wir sind eher aufgefordert, dort, wo es möglich ist als Mensch, das ist ja nun bei einigen Dingen geht das, bei anderen nicht, aber dort, wo es möglich ist, glaube ich, sind wir aufgefordert, eingeladen und aufgefordert, über unsere Biologie auch hinauszugehen. Dass wir uns eben als ein Wesen erfahren dürfen, was eben in der Lage ist, mit seinem Bewusstsein transpersonal sich zu erleben, überpersonal zu erleben und ganz und gar persönlich so. Und da ist mir sehr wichtig, für eine Trauma, eine Annäherung an Trauma zu werben, die nicht über Kontrolle allein geht, sondern über Begegnung. Und wo die Kontrolle an manchen Punkten wichtig ist, wenn wir uns überfordert fühlen. Aber wenn wir da hängen bleiben, kommen wir aus meiner Erfahrung nicht in die natürlichste, tiefste Verbundenheit mit dem Leben, mit dem Höheren, mit uns selbst. Ja. Was hat dir damals, kannst du das, wenn du mal zurückschaust, ich weiß, das ist schon viele, viele Jahre her, was hat dir für eine Therapie am meisten geholfen? Wir sind jetzt ja auch zur Zeit, ist ja auch so diese körperorientierte, Gott sei Dank, dass das körperorientierte Arbeiten, Somatic Experiencing und so weiter, ist ja auch in aller Munde. War es damals schon so bei dir, dass körperlich, körperorientiert gearbeitet wurde? Nee, tatsächlich gar nicht. Also meine damalige Therapeutin war Gesprächstherapeutin, tiefenpsychologisch fundiert, aber sie hatte halt einen sehr weiten Raum, einen sehr weiten Seinsraum. Und in dem Entwickeln der inneren Begleitung damals spielte mein Körper eine ganz wichtige Rolle, weil ich zu Beginn so dissoziiert war, ich konnte meinen Körper kaum spüren. Und wie ich mit ihm in Kontakt kam, und das war sehr, sehr unangenehm, viele lange Zeit, war über Schmerzen, über extreme Schmerzen. Aber ich habe Schmerzen erst wahrgenommen, also es war dann 0 und 100, ja, so. Und meine Therapeutin hat dann eher, wenn ich mit bestimmten Übungen kam, wo ich meinen Körper, ich,
Zum Beispiel wusste ich damals gar nicht, dass es das Wort Bodyscan gibt. Das habe ich viel später erst dann entdeckt. Bei mir heißt diese Übung Körperübung 1. So habe ich sie damals genannt, ne? So, und dann habe ich halt gemerkt, also wieso kann ich eigentlich meine Füße nicht spüren? So, also diese ganze Taubheits, das ganze Taubheitsempfinden, was bei mir so stark da war, damit habe ich mich dann beschäftigt. Und dann habe ich gemerkt, als ich dann begonnen habe, meinen Körper ein bisschen mehr zu spüren, wie unfassbar schmerzhaft und unangenehm und unaushaltbar das war. Und dann habe ich wiederum dafür versucht, Übungen zu entwickeln. Mir war ja auch überhaupt gar nicht klar, wohin ich damit gehen würde, geschweige denn, dass ich mal Bücher schreibe oder als Traumatherapeutin arbeite oder Menschen in tiefen Prozessen spirituell und psychologisch begleite. Ich habe das nur für mich gemacht, ne? Aber habe eben gemerkt, dass mein Körper und eben auch die emotionale Ebene mir so viel zu sagen hatten. So viel zu sagen hatten. Und also das war, und da war es für mich Gold wert, dass meine Therapeutin eben einen sehr weiten Raum hatte. Einen sehr, sehr weiten Raum. Weil manchmal hatte ich zu viel Angst, da reinzugehen. Kann ich mir Ganz vorstellen. so, ne? Und dann hat sie mich ermutigt und dann habe ich bei ihr eben, hat sie mir gesagt, zeig mir, was du da tust. Ich bin hier. Ich bin mit dir und du bist sicher. So. Und dann konnte ich mich da wieder erfahren. So, ne? Ja. Ich bin ihr sehr, sehr dankbar. Ich habe ihr ja auch mein erstes Buch. Vor 15 Jahren habe ich mein erstes Buch geschrieben. Das habe ich ihr auch gewidmet. So. Ach, schön. Wie war es denn bei dir, Tim? Wie ist es denn auf deinem Weg, wenn du sagst, Anfang 20 war bei dir auch eine so extreme Phase? Wie war es bei mir? Ich wusste mit Anfang 20 erstmal, es war von jetzt auf gleich eine Panikattacke auf der Arbeit. Also im Außen ist ganz, ganz viel damals zusammengebrochen. Also was mir zuvor Sicherheit gegeben hat, die Ausbildung war zu Ende, ich wurde damals nicht übernommen. Dann bin ich in einen neuen Job, ich habe dann noch auf der Abendschule Fachabitur machen wollen und so weiter. Und ja, dann von jetzt auf gleich eine Panikattacke. Und ich dachte dann wirklich, ich sterbe. Und das war so der Zeitpunkt, ab dem alles anders wurde. Dann kamen Zwangsgedanken dazu, Angst, wirklich verrückt zu werden, Angst vor Krankheiten, wirklich penetrante Gedanken, die immer wieder angeklopft haben. Und ja, und ich wusste gar nicht, was los war. Und Gott sei Dank hat meine Mutter dann damals zu mir gesagt, oder ja, doch in dem Moment, Gott sei Dank, wir müssen jetzt erstmal zum Arzt gehen. Und der Arzt hat dann gesehen, wie katastrophal es mir ging und wusste auch nicht wirklich weiter. Und das, was er dann getan hat, war mir erstmal Antidepressiva gegeben. Und ich wollte eigentlich diese Dinger nie nehmen, weil ich irgendwie gedacht habe, nee, es muss einen anderen Weg geben. Und so bin ich auch irgendwie gestrickt. Aber ich war dann damals in dieser Phase so mit Anfang 20 und du weißt echt gerade nicht, was passiert und tausend Ängste. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme die jetzt erstmal. Und war ich auch bei Therapeuten und so weiter und wollten die Therapeutin mir in die Kindheit. Und ich bin dem allem aus dem Weg gegangen. Weil ich wollte ja, dass einfach nur die Angst und die Panikattacken und die Zwangsgedanken weggehen. Ja, genau. So, ich wollte das ja weghaben und ich habe immer gedacht, in meiner Kindheit, ja, aber das war nicht so schlimm und ne, ich habe das dann alles überspielt und somit bin ich dann viele Jahre mit den Medikamenten, die ich genommen habe, einfach irgendwie durch die Welt gelaufen. Aber es hat funktioniert, also zum gewissen Grad funktioniert. Wirklich bei mir war ich nie, aber ich konnte meiner Arbeit nachgehen, ich konnte sogar nebenbei noch damals BWL studieren und so weiter. Also ich war einigermaßen gefestigt. Ja, bis dann eine Beziehung kam, dann die Dynamiken wieder aufgebrochen sind. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, hey, shit, da muss ja noch viel, viel mehr sein. Ja, und dann habe ich mich vor. Ja, so 5, 6 Jahre ist es her, weil ich immer wieder nach Lösungen gesucht habe, immer wieder aufs Neue, immer wieder und gedacht habe, das kann es doch irgendwie nicht sein. Und ja, und dann bin ich irgendwann bei der Meditation gelandet.
Und habe einfach angefangen, mich jeden Tag mal 10 Minuten hinzusetzen. Und das wurde dann irgendwann irgendwie so ein Anker für mich. Also das hat mir ganz, ganz viel Sicherheit gegeben, weil man dann verschiedene Erfahrungsberichte noch im Internet gelesen hat. Bleib dran und mach einfach und hier und ja, und das hat mir Sicherheit gegeben, ja. Sogar viel Sicherheit. Ich habe aber irgendwann bemerkt, dass ich tiefer komme auch an. Irgendwann kam da mal Traurigkeit dazu und habe ich gedacht, wow, das kenne ich gar nicht und so weiter. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich dadurch auch wieder Dinge aus dem Weg gegangen bin, weil ich gedacht habe, wenn ich meditiere, dann wird das schon alles irgendwann von alleine. Genau, So. ne? Ja, also Dieses ich. Wenn, dieses Wenn-Dann-Denken, ne? Ja, genau. Und ja, und das habe ich dann irgendwann auch verstanden. Und ja, und dann trotzdem weiter meditiert, ich bin trotzdem dran geblieben, immer wieder mich aufs Kissen gesetzt und ja, und irgendwann wurde ich offener für andere Prozesse und habe dann gemerkt, ja, irgendwas stimmt immer noch nicht so wirklich. Ja, und dann, ja, es ist noch gar nicht so lange her, dann bin ich ins Kloster noch gegangen, da habe ich wieder gemerkt, was für andere Prozesse da stattfinden und wie sehr ich doch noch gar nicht bei mir war, sondern ich immer gedacht habe, wenn ich das und das habe, dann bin ich zufrieden. Also ich war von der Annahme dann auch wieder ganz weit entfernt. Ja, und ja, seit jetzt dieser Klostererfahrung hat sich irgendwie, auch wenn die Anfangszeit echt auch brutal war, habe ich gemerkt, Stück für Stück hinter den Wolken kam immer wieder so ein bisschen Sonne hervor. Und glaube, dass ich jetzt. Vielleicht ist das auch ein bisschen zu früh, es zu sagen, aber ich sage es gerade, nochmal irgendwie in einen anderen Zustand gekommen bin. Also in einen ruhigeren Zustand, in eine andere Sichtweise der Dinge auch. Es haben sich viele neue Perspektiven geöffnet, wie ich zuvor. Irgendwie bin ich gefühlt gegen eine Wand gelaufen irgendwann. Also ich kam nicht mehr weiter. Und jetzt, glaube ich, verstehe ich, dass mir die Tiefe gefehlt hat, um Flexibilität oder um flexibler überhaupt dem Ganzen gegenüberzustehen, nicht mehr so starr, so ego, so engemäßig, sondern da ist jetzt noch mal ein bisschen mehr Raum und das genieße ich, ja doch, ich genieße es zum großen Teil schon sehr, aber da hinten dran sind natürlich immer noch Themen, die vielleicht immer bleiben werden oder immer andere sich verändern, aber jetzt gerade sehe ich so, wow, jetzt geht gerade irgendwas in mir doch mehr ab als zuvor. Ja. Wow, Tim, das freut mich sehr für dich. Das klingt nach tiefen Erfahrungen. Nach tiefen Erfahrungen. Und für mich ist immer wichtig gewesen, oder nicht immer, lange Zeit auch nicht, aber dann irgendwann eben als eine bestimmte Grundweite eben dann Einzug finden konnte, war für mich so wichtig, dass gerade das Empfinden, wie du sagtest, gegen eine Wand zu laufen, also meine Erfahrung ist, an diesen Punkten können wir aufwachen, ne? Wir können weiter schauen, wie komme ich von der Wand weg, dann bleiben wir in einem unbewussteren Streben nach einem bestimmten Wunschzustand, wenn, Punkt, 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 dann, Punkt, Punkt, Punkt. Oder aber wir bemerken das, welche Seite in mir ist eigentlich in diesem strebenden, flüchtenden, strebenden Denk- und Fühlsystem drin und können mit der Seite dann gehen und können sie kennenlernen. Und das bedeutet, oder meine Erfahrung ist, genau an diesen Grenzen, wo unsere bisherige Denk- und Fühlweise einfach uns immer wieder auf eine Wand prallen lässt, an der Stelle können wir wirklich aufwachen. Wir können in Kontakt kommen mit Seiten der Vergeblichkeit, mit Seiten des von Ängsten, ich schaffe es nicht und so. Und von der einen Seite aus betrachtet ist das natürlich, wenn wir mit dieser Seite in uns identifiziert sind, eine Katastrophe. Wenn wir aber lernen, dieser Seite in uns zu begegnen, dann haben wir die Möglichkeit, eben in einen tieferen Seinsraum einzutreten, dass nicht mehr eine verletzungsbasierte
Denk- und Fühlstruktur, die wir in der Gesellschaft ja als normal ansehen, ja, das ewige Streben, und ich meine nicht das offensichtliche Streben, das kann man ja leicht erkennen, sondern das viel subtilere Streben. Wir haben aus meiner Sicht kollektiv in der psychologischen Landschaft, natürlich Ausnahmen bestätigen immer wieder die Regel, aber kollektiv aus meiner Sicht ein Heilungszwang. Die Menschen meinen, sie müssen heilen, damit sie in ihr Leben kommen. Wir sind weiterhin angetrieben von einem Wenn-Dann. Und einerseits ist das natürlich Ein erstmal ganz Antreiber auch vielleicht, ne? genau. Und es ist wirklich ein, was muss ich tun, damit, Punkt, Punkt, Punkt. Und es ist ja der erste Step. Wir würden uns ja gar nicht in Bewegung setzen. Wir würden ja gar nicht in ein Kloster, zur Therapie oder was auch immer tun, wenn es diese Seite nicht in uns gäbe. Das ist ja wunderbar, dass es die gibt. Sie bringt uns erstmal in Bewegung, also lösungsfixiert, zielfixiert. Aber das Spannende ist, was kommt dann? Also darf ich sie entdecken, weil das ist ja auch eine Seite, die nicht im Jetzt sein kann. Also wenn man nicht von dem Jetzt spricht, von dem physisch sinnesbasierten Jetzt, ja, das ist ja auch wichtig, ich bin hier und ich spüre meinen Körper, aber im spirituellen Sinne ist es ja ein ganz anderes Jetzt, da ist es ein zeitloses Jetzt. Da geht es um ein ewiges, in Anführungszeichen, ewiges Jetzt. Da geht es um einen Seinsraum jetzt, jenseits von Zeit und Raum letztlich. Und da kann mich natürlich diese Seite, die immer wieder schaut, was muss ich denn tun, wie lange muss ich denn noch auf, was muss ich denn noch machen, damit ich endlich, Punkt, Punkt, Punkt. Diese Seite braucht dringend eine tiefere Begegnung. Sie lebt in der inneren, in unserer inneren Welt an einem sehr dunklen Ort. Sie strengt sich mächtig an. Und kämpft, ne? Unheimlich. Genau, und flüchtet und kämpft. Und da ist es egal, mit welchem, in welchem flauschigen Kleid wir uns dann begegnen, wenn an der tiefsten Stelle weiterhin ein Flucht und ein Streben uns lenkt, dann werden wir nicht in eine tiefere Verbundenheit kommen können, sondern immer nur temporär. Wir werden immer nur temporär ein Ausruhen haben und wir können uns verbinden mit, wir Menschen können das ja in unserem Bewusstsein, wir können Verbundenheit herstellen und auch das ist sehr wertvoll im Toolkoffer zu haben, dass wir, wenn wir merken, ich brauche Urlaub nicht nur von der Welt, ich brauche Urlaub von mir selbst, ist das wunderbar, das im Toolkoffer zu haben. Aber die Verbundenheit, die an der tiefsten Stelle in uns atmet, die führt meiner Erfahrung nur durch die tiefste Unverbundenheit. Die Seiten, die sich eben vor vielen Jahren in Bewegung gesetzt haben, um von bestimmten Verletzungen flüchten zu müssen. Manchmal geht es ja auch über Generationen so. Statt immer wieder zu versuchen, wie komme ich in die Verbundenheit, würde ich immer wieder dafür plädieren, auf längere Sicht, ne? Wenn die Verbundenheit dein natürlicher Zustand ist, was verhindert denn dann diese Verbundenheit? Und wo oder wo will ich hin die ganze Zeit, ne? Genau. Und was bedeutet das? Also dann bedeutet das doch eigentlich, dass ich die unverbundenen Seiten in mir, die kennenlernen müsste. Und ihnen tief begegnen müsste. Und eben nicht, damit dann sie dann in die Verbundenheit geführt werden. Das ist ja wieder das Gleiche, nur in Grün. Sondern damit ich wirklich an die tiefste Quelle komme. Das ist ja alles so tricky. Also das meine ich nicht negativ. Aus meiner Erfahrung sitzen wir Menschen in einem biografischen Schutzprogramm und wir sitzen da in einem individuell und kollektiv in einem Flucht- und kampfbasierten Streben. Und es braucht wirklich viele kleine Schritte, um in eine völlig andere Denk- und Fühlstruktur aufwachen zu können. Ich spreche auch absichtlich nicht von Integration und Transformation, weil für mich ist das die Folge und nie das Ziel.
Wenn wir uns das zum Ziel machen, würde ich respektvoll immer fragen, wer in mir will das und warum? Dann landen wir vermutlich wieder bei dem Heilungszwang, sondern für mich ist die Begegnung mit uns selbst, also dass wir immer wieder mitbekommen können, womit bin ich eigentlich identifiziert gerade, das ist das Entscheidende. Also ich würde immer sagen, Transformation und Integration kann man nicht machen, es geschieht. Und das Einzige, was ich für entscheidend finde, ist, dass uns auffällt, was gerade mit uns ist, sodass wir die Brillen immer wieder ablegen können. Oder eben, wenn wir merken, also nicht nach dem Motto, ich lege sie ab, damit ich dann freier gucken kann, dann würde ich wieder sagen, aha, wer in mir will dann freier gucken? Stimmt, ja. Und also wenn man auf diese Weise beginnt, sich zu begegnen, beginnt eine völlig andere Reise. Am Anfang ist es ein bisschen, kann es schockierend sein, weil wir merken, du meine Güte, wie instrumentalisieren wir denn die Liebe? Ist ja ein Wahnsinn. Wir können uns ja überhaupt nicht in Ruhe lassen. Wir sind ja permanent im Streben. Und ich spreche nicht, Tim, ich spreche nicht von dem Streben, was ja auch in uns ist, wo wir uns entfalten. Da kann man ja kleine Kinder sehen, das ist ja wunderbar. Sondern die meisten Menschen müssen sich entfalten, müssen sich entwickeln, müssen transformieren, integrieren, weil sie sonst Angst haben, nicht in ihr Leben zu kommen. Die Quelle dieses Strebens ist nicht Freude, sondern Angst. Und da lohnt es sich eben wirklich, sich eher mit der Angst zu beschäftigen, statt immer weiter zu streben. So, ne? Da sind wir wieder bei Tiefe, ne? Nach innen schauen. Und das sind ja häufig ganz, ganz kleine Verhaltensweisen. Also das beobachte ich ja auch bei mir. Ganz, ganz kleine Kompensationsmechanismen, die ja wirklich auf Autopilot ablaufen, weil die halt einfach seit Kind an drinne sind. Und da ist meiner Meinung nach, hat Achtsamkeit so wichtig, da genauer hinzuschauen. Warum, ne, was passiert jetzt gerade in Beziehungsdynamiken natürlich ganz, ganz oft, ne? Der Partner, das Gefühl, der entfernt sich vielleicht gerade so ein bisschen. Und was machen wir? Wir gehen hinterher, versuchen die Situation ja sofort irgendwie zu regulieren, zu besänftigen, statt einfach mal wirklich zu schauen, was macht das mit mir? Und wirklich hinzuschauen. Und da ist häufig eine echt krass tiefe Angst. Also, und mit dieser Angst einfach mal zu sein und vielleicht mal zu schauen und woher, also wir können ja das noch viel, viel weiterspielen, ne? Es ist ja nur die Angst erstmal. Und dann können wir tiefer nochmal gucken, woher kommt die Angst? Und das können wir, ne, bis vielleicht, I don't know, wie du eben so schön gesagt hast, vielleicht bis an die Quelle weiter verfolgen. Aber diese Tiefe zu entwickeln, braucht ja auch erstmal Zeit, weil ne, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe dann die Zwangsgedanken, die ich hatte, die habe ich mir irgendwann angeschaut und habe die konfrontiert und habe die Angst immer im System gehalten. So, und irgendwann hat der Gedanke an Macht verloren und ich hatte keine Angst mehr vor dem Gedanken, aber das ist nicht tief genug. Genau, ganz genau, Tim. Wow, wenn du das für dich erlebt hast. Wow, das ist noch keine Begegnung mit der Genau. Angst. Ein Halten der Angst ist noch keine Ist keine Begegnung. Begegnung, ja, sondern wir dürfen wieder viel, viel, viel tiefer gucken und viel, viel tiefer ist Schmerz auch, ne? Und da ist nochmal eine andere Qualität der Angst und ich mache gerade die Erfahrung, wenn ich dem dann begegne, dann entsteht erstmal mehr Tiefe, weil ich habe mich zuvor trotzdem an der Oberfläche befunden. Und Ja. das ist häufig so bei Zwangsgedanken, ja, konfrontier die Angst, ne? Und dann geht es den Betroffenen etwas besser, die Gedanken verlieren an Macht und so weiter, aber die Tiefe fehlt trotzdem, ne? Ganz genau. Also das rührt mich gerade sehr. Wow, das finde ich Hm. ganz, ganz schön, dass du das sagst, weil es wirklich eben, ich eingangs meinte, eben die Vielschichtigkeit, unsere Vielschichtigkeit nochmal betont, ne? Eine Angst im System zu halten, ist noch keine Begegnung. Es ist wunderbar, das zu können. Manchmal ist das wie ein Fundament, was wir uns erst Ja, einmal. das gibt Sicherheit auch erstmal, ne? Klar. Ganz genau. Es ist nur wichtig,
Wir kontrollieren an der Stelle noch etwas. Und wenn man das als ein Durchgangszimmer nimmt, dann ist das total wertvoll. Wenn man meint, es ist das Hauptzimmer, ist es so schade, weil uns tiefere Ebenen unseres Seins verschlossen bleiben. Und ich finde das sehr schön, wenn du sagst, habe ich das gerade verstanden, dass du entdeckt hast, eben, dass darunter eben mal eine ganz andere Ebene auf dich wartet. Und Meine damit in. Kindheit ist da, ne, auf dieser Ebene, ne? Also, Genau, ja. ganz genau. Und das ist so wichtig. Deshalb glaube ich eben, oder ist meine Erfahrung auch wirklich nicht nur in der Erfahrung meiner selbst, mit mir selbst, sondern auch in der Begleitung von so vielen Jahren von Prozessen bei Menschen, die ich begleiten durfte oder begleiten darf. Es entwickelt sich eben wirklich ein ganz anderes Hinabsinken in uns selbst, wenn wir uns erlauben, noch tiefer uns zu begegnen. Und Angst ist einfach eines der absoluten Kernemotionen, auch Todesangst, was immer wir erlebt haben, der Schmerz, der damit einhergeht. Also wenn wir zum Beispiel auch in unserer Biografie mit etwas nicht satt geworden sind, wie ich oft sage, dann reicht das überhaupt gar nicht, zu versuchen, es aufzufüllen. Es ist ja wunderbar, wenn wir ein Bedürfnis haben und wir merken, ich kann mir dieses Bedürfnis auf die eine oder andere Weise vielleicht heute auch ermöglichen. Aber der Schmerz, der damit einhergeht, dass ich es nicht hatte, die Angst, die damit einhergeht, die Wut, die Empörung, der Zorn. Wir sind nicht einfach Gefäße, die nicht satt geworden, die nicht aufgefüllt worden sind und jetzt füllen wir es auf. Wir sind empfindsame Wesen. Und die ganzen Prozesse, die damit in Verbindung stehen, warten darauf, von uns begleitet zu werden. Da warten verletzte Seiten in uns auf Begegnung. Und es liegt in der Natur der Sache, dass wir erst einmal das Empfinden haben, ich kann dem gar nicht begegnen oder ich will dem gar nicht begegnen, ich will nie wieder was damit zu tun haben. Kenne ich. So. Und es ist auch so wichtig, die Seite in uns, die das sagt, ist natürlich nicht die Seite, die der ängstlichen oder traurigen oder wem auch immer begegnen könnte. Das ist sie nicht, wäre ja Folter, sondern es geht darum, dass wir eben langsam aber sicher eben aufwachen können, dass wir uns begleiten können aus einer Instanz heraus, wo jede Seite in uns einen Platz findet. Wir sind vielschichtige Wesen auch da. Und Welche Instanz ist das? Was würdest du sagen, Maria? also ich nenne sie ja die innere Prozessbegleitung. Ich mache einen Unterschied zwischen der mentalen Prozessbegleitung und der gefühlten Prozessbegleitung. Das ist eine Instanz, die hatte viele, viele Jahre auf meinem Weg überhaupt keinen Namen. Ich habe einfach nur gemerkt, ich wache auf, ich wache in ein anderes Denk und Fühlen auf. Und dann ging das eben irgendwann auch da noch weiter. Und dann habe ich gemerkt, es passiert das, was im Spirituellen immer wieder gesagt wird mit dem Nicht-Anhaften. Also, aber das ist nicht gemacht, sondern es ist entstanden, sodass ich gespürt habe, ich kann den Seiten in mir von einer ganz anderen, eigentlich aus einem Seinsraum heraus, tiefen Seinsraum heraus, nicht nur beobachten, also nicht nur eine Zeugenschaft, diese Seite ist in mir, sondern tief mit ihr in Beziehung treten. Das ist ja ein Unterschied. Also die gefühlte Prozessbegleitung ist meiner Erfahrung nach eine Instanz, die ist allparteilich, wie eine meiner Klientinnen und Schülerinnen das so wunderbar gesagt hat. Also dieses nicht-parteiisch sein, aber eben auch nicht einfach nur schwebend, auch nicht neutral, sondern tief in Beziehung gehen, ohne dass du verschluckt wirst. Das ist meine Erfahrung im Erlernen der emotionalen Selbstbegleitung, wenn ich das Menschen zeigen darf, diese
Entwicklung, dieser Aufbau der Begegnungskompetenz mit sich selbst. Es entwickelt sich ein duales Bewusstsein. Du bist ganz und gar die Angst und du bist es ganz und gar nicht. Du bist wirklich dual. Und auf dieser, wenn man das langsam beginnt zu lernen, kannst du dich unfassbar tief begleiten, weil du nicht geschluckt wirst. Und du kannst eben lernen, dein Körper war ja überall dabei, selbst, vorhin sprachst du von Körpertherapie, ne? Also selbst in Zeiten Säugling und so weiter, wo wir ja kein Ich-Bewusstsein, keine bewusste Erinnerung in der Regel haben, war unser Körper ja dabei. Wir können auch in Begegnung mit uns selbst Schritt für Schritt, das dauert, das ist keine schnelle Sache, Schicht für Schicht tiefer gehen und können an die Quelle unseres Schmerzes gehen, an die Quelle unseres Leidens gehen. Und da trifft für mich auch wirklich die Psychologie, die Spiritualität. Das ist aber nicht etwas, was man machen kann, sondern durch die Begegnung mit dir selbst bekommst du immer wieder mit, ich kann mir nicht begegnen, da ist wieder eine Wand. Dann geht es wieder darum zu bemerken, okay, womit komme ich in Kontakt? Mit Vergeblichkeit. Okay, was ist das für eine vergebliche Seite in mir? Du nimmst immer wieder die Brillen ab und begleitest sie. Auch spielerisch ein bisschen, ne? Oder? Also es gibt einen Punkt, da wird es spielerisch, aber ich glaube, wenn du Menschen fragen würdest, die auf dem Weg sich am Anfang befinden, die finden daran, glaube ich, gar nicht spielerisch, Weil die weil es Angst ist, was kann vielleicht daraus entstehen und was, ne, ganz oft, glaube ich, das tendiert ja auch wieder zu diesem Schwarz-Weiß-Denken, wenn ich da jetzt hinschaue und ich stelle fest, das Leben, was ich geführt habe, das passt vielleicht gar nicht zu mir oder ich müsste dann alles verändern. Ich glaube, auch darum geht es ja gar nicht, ne? Also, null. Zu ja. mir hat mal eine Frau auf einem Seminar gesagt, Maria, muss ich jetzt meinen Mann verlassen, meine Kinder verlassen und irgendwo in die Berge gehen? Und so mache ich, auf gar keinen Fall, um Gottes Willen, Aber das wow. ist die Angst, die uns abhält, Ja, ne? genau. Und dann ist es wichtig, sich nicht mit rationalen Argumenten zu beruhigen, sondern für mich ist viel wichtiger, wer fragt gerade in dir? Schön. Wer ist die Fragende? Und Boah, krass. sie wiederum zu erkunden. Krass, weil ich kenne diese Gedanken auch, ne? Dann, aber schön. Und so gehst du natürlich, wer ist die Fragende? Statt wieder eine Lösung zu suchen, kognitiv, dann sind wir natürlich wieder im Lösungs, um uns kurzzeitig irgendwie zu beruhigen oder wir suchen nach Bestätigung irgendwie im Außen, der uns sagt, nein, das musst du nicht. Und dann durch diese Frage kommst du ja nochmal tiefer, ne? Genau, du kommst Schicht für Schicht immer tiefer dann, ne? Krass. Wer ist der oder die Fragenden? Das nehme ich schon mit. Das ist richtig gut. Ja. Schön. Das, ja. Ja. Wahnsinn. Wo bist du gerade, Maria? In Hamburg? Ich bin, jetzt bin ich gerade hier in meinem Waldhaus bei Hamburg. Genau, ich habe hier ein kleines Häuschen im Wald, das ich sehr liebe und genieße hier gerade enorm das Frühlingserwachen. So, das ist ein, ja, ich bin einfach sehr gerne im Wald, sehr gerne in der Natur. So. Wo bist du denn gerade, Tim? Ich bin in der Nähe von Koblenz. Ja. Hier in meinem Büro, in meinem Zimmer, wo ich dann hier die Coachings mache und selber hier mein Meditationsplätzchen habe und Podcast hier mit dir aufnehme. Ja, genau. Ja. Schön, Tim. Jawohl. Bist du alleine? Ja, ne? Du bist alleine in dem. Genau, ich bin hier alleine. Ich bin sehr gerne auch alleine. Also ich habe das große Glück, dass ich wunderbare Freunde seit 30, 40 Jahren habe. Die kennen mich auch noch aus der ganz schlimmen Zeit von damals so. Das sind so meine LebensbegleiterInnen so. Da gibt es sehr ein paar sehr, sehr schöne, wunderbare Freunde. Freundschaften. Aber ich bin eben auch jemand, die viel und gerne auch alleine ist. Und ich bin jemand, die ja auch ihr Leben ja auch ganz stark dem spirituellen Weg ja auch gewidmet hat. Und auch dem, das hat sich ja langsam erst so entwickelt,
Ich glaube, dass Heilung, wenn es ein, wenn Heilung tief geschieht, dann geschieht sie nie nur für uns selbst, sondern meine Erfahrung ist, Heilung will was von dir. Und so ist es ja auch, dass ich arbeite auch eine Menge und bin da auch sehr unterwegs, Menschen, die das gerne möchten, diese emotionale Selbstbegleitung zeigen zu dürfen und den Eintritt eben in diese neue Denk- und Fühlweise. Und da ist mein Leben dem auch sehr gewidmet. So. Mega schön. Wo findet man dich, Maria? Wenn man mit dir zusammenarbeiten will, ich habe gesehen, du hast auch viel online, ne? Also es ist ja auch viele, Genau. oder überwiegend, arbeitest du überwiegend online, Nee, ich oder? arbeite sowohl online als auch in Präsenz. Ich habe ein Ausbildungs- und Seminarzentrum in Hamburg. Weil das in meinen Seminaren sind ja die Plätze begrenzt, also ich mache keine Massenseminare oder so, war irgendwann klar, dass weil Menschen so lange immer wieder gewartet haben, dass ich dann gesagt habe, okay, ich biete Online-Kurse an. Ich habe das über ein Jahr lang erstmal überprüft, ne? Weil mir die Begegnung so wichtig ist, ne? Ob das überhaupt gehen kann. Und das ist ein stufenartiger Aufbau. Also das Erlernen der emotionalen Selbstbegleitung ist ja eine Art Selbsttherapie, ist eben der Aufbau einer Begegnungskompetenz mit sich selbst, einer neuen Begegnung mit sich selbst, ist kein leichter Weg, das möchte ich auch immer wieder sagen, weil wir immer wieder am chronischen, am wiederkehrenden psychischen und psychosomatischen Symptom entlang gehen. Weil meine Erfahrung ist, die hartnäckigsten Symptome, die wir haben, sind die größten Lebenslehrer. Sie fordern uns immer wieder auf, weil sie lassen sich nicht ins Förmchen packen. Du kriegst so vieles an Symptomen auf einer oberen Ebene, bekommst du noch durch Kontrolle gewandelt. Aber die hartnäckigsten Symptome, deren Verwundungswurzel ist zumindest meine Erfahrung, geht sehr, sehr tief. Geht in Richtung Urwunde, wie ich das ja auch nenne, oder Urtrauma. Und wenn wir nicht unterwegs sind, muss mich noch mehr anstrengen, um die irgendwie zu heilen oder so, sondern wenn wir sie wirklich nehmen als unbestechlichster Wegweiser, als Lebenslehrer, als spiritueller Lehrer. Und das sage ich mit dem größten Respekt, weil wenn man da drin steckt, dann ist das eine Katastrophe, wenn man diese Symptome hat. Und dann Zum geht es Beispiel für darum. diese für Symptome. Also Depression, chronische Ach Schlaf. so, meintest du, okay. Aber für mich ist zum Beispiel jedes psychische und psychosomatische Symptom, was man mit Leiden verbindet, ist für mich eben ein wiederkehrendes Symptom. Also manche Menschen haben vielleicht sogar als Symptom ein permanent nagendes Einsamkeitsempfinden oder ein permanenter Widerstand, der immer wieder da ist. Zum Beispiel der Widerstand, sich selbst zuzuwenden. Und also jedes Symptom, alles, was du erfährst, was wiederkehrend ist, was immer wieder an deine Bewusstseinstür klopft, und von dem oder welches du in Verbindung mit Leiden bringst, ist für mich ein wiederkehrendes, leidbringendes Symptom. Und wenn wir uns einlassen auf eine Begegnung mit diesem Symptom und wir es eben nicht tun, nach dem Motto, ich widme mich meiner Depression, damit sie am Ende geht, weil dann sind wir immer wieder in der alten Denk- und Fühlweise verhaftet, sondern wenn wir eher bemerken, wenn das denn da ist, aha, ich gehe nur zur Therapie, damit das irgendwie heilen kann, so, dann würde ich eben, wie ich schon in meinen Büchern ja auch immer wieder gesagt habe oder in vielen Interviews, dann würde ich immer wieder empfehlen, dass du mit der Seite gehst, die das wandeln will. Also nicht mit der Depression arbeiten. Das ist erst der dritte Schritt, sondern mit der Seite, die sich gestört fühlt. Und wenn wir das tun, öffnen sich ganz andere Türen, weil wir dann merken, zu Beginn merken wir, deswegen ist der Weg am Anfang sicherlich nicht so leicht, wir merken am Anfang, wie unfassbar manipulierend wir mit uns selbst umgehen. Auch
unter der Überschrift von Spiritualität oder Psychologie. Wir schrauben ständig an uns rum. Wir sind ständig in einer inneren Selbstoptimierungsschleife. Das kann auch gar nicht anders sein. Und wir können nicht aussteigen aus ihr willentlich, weil die Seite in mir, die aussteigen will, ist wieder in einer inneren Optimierung. Und dann geht's auch, wenn wir dann aus der Problematik vielleicht auch aussteigen können, geht ja eine andere los. Ganz genau, ganz genau. Es ist, das zeigt sich in unterschiedlichsten Kleidern, also die Denk- und Fühlstruktur, eben das biografische Schutzprogramm, wie ich es nenne, zeigt sich einfach nur in verschiedenen Kleidern. Deshalb spreche ich explizit davon, wir können nur aufwachen aus dem Schutzprogramm. Innerhalb des Schutzprogramms kannst du vieles integrieren, aber du kannst nicht aufwachen. Und aufwachen ist kein aktiver Akt, sondern du kannst es eigentlich nur durch eine immer tiefere Begegnung mit dir selbst und immer wieder die Frage, wer in mir will mir eigentlich begegnen? Weißt du, so wie vorhin, wer fragt, ist auch, und wer macht gerade, wer meditiert gerade und wer macht gerade die innere Arbeit, sodass du immer wieder die Brille abnehmen kannst. Und nicht, um sie loszuwerden, sondern um zu bemerken, oh wow, wer bist du denn, liebe Seite in mir? Wer bist du denn? Erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr davon, von der Dringlichkeit für dich, dieses Symptom unbedingt heilen zu müssen. Wir kommen in einen ganz anderen Begegnungsraum. So. Also auch viel, viel mehr die erste Ebene vielleicht viel, viel mehr geschehen lassen auch, ne? Genau, beziehungsweise Tim, in Kontakt zu kommen mit der Seite, die nicht geschehen lassen Lassen kann. kann, Genau. Und nicht, damit sie dann geschehen lässt, sondern ich würde dieser Seite immer wieder, ich würde sie einladen, erzähl mir mehr, und das ist ja nicht mental, das geht dann wirklich tief ins Fühlen auch rein, Ja, erzähl spür es. mir, warum du es nicht geschehen lassen kannst. Da sind ja ganz viele Ängste. Bei mir kommt Angst. Da ist ein Anteil, der Angst hat. Und dieser Angst dann wiederum zu begegnen, sodass du langsam spürst, du darfst wirklich sein. Es entwickelt sich eine andere Form von Liebe. Es ist nicht mehr eine Liebe, die der Gegenpol zu etwas noch ist, ne? Sondern wir wachen auf in einen anderen Bewusstseinsraum von Liebe. So. Und das Werden wollen hört auch auf, ne? Ja. Genau, beziehungsweise die Seite, die immer weiter werden will. Werden will, ja. Das, ja, geil, stimmt. Ja, du, ja, schön. Du kannst das in alle Richtungen immer weiter. Maria, danke dir. Es war echt richtig schön. Ich konnte so viel für mich mitnehmen. Schön. Ich werde mir die Folge auf jeden Fall selbst auch nochmal anhören. Und mir die Fragen rausschreiben. Echt von Herzen danke für deine Arbeit, für deine krasse Präsenz, und dass du dir die Zeit genommen hast, ja, heute hier zu sein. Und ich wünsche dir einfach alles, alles Liebe. Ich danke dir, Tim. Es war ein sehr schönes Gespräch und ich habe das sehr genossen, mit dir in dem Wir-Raum hier zu sein. Danke sehr. Das freut mich. Maria, mach's gut. Alles Liebe zu dir. Danke. Ciao.